Zu der momentanen Sorge rund um die Delta-Variante des Coronavirus war gestern die Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit Katharina Reich zu Gast bei Armin Wolf in der ZIP 2. Auf die Frage, wie viel Prozent der ÖsterreicherInnen bis Herbst geimpft sein müssen, damit wir uns keine Sorgen mehr machen müssen, antwortet sie: Am liebsten sind uns 80%. Ich bin ganz offen, wir haben mal über 70% gesprochen, aber besser sind 80% und alles, was darüber hinaus ist. Nun sieht es aber eher so aus, als wollten sich nicht so viele Menschen impfen lassen. 37% sind jetzt vollständig geimpft, aber mehrere Bundesländer berichten heute schon, dass die Anmeldetermine frei bleiben. Oberösterreich allein hat 88.000 freie Impftermine. Was machen Sie, wenn sich keine 80% impfen lassen? Unser Bestreben ist zunächst, dass wir die 80% erreichen. Wir wissen, dass jetzt die Anmeldungen, besonders wenn jetzt die Urlaubszeit naht, auch hinuntergehen. Es war zu erwarten, dass wir sozusagen ein kleines Anmeldungstal im Sommer bekommen, aber wir erwarten auch mit Beginn der sozusagen Universitäts- und Schulzeit wieder einen Peak. Trotz alledem wollen wir den Sommer natürlich gut nutzen und jeden und jede, die Zeit hat, die die Möglichkeit hat, auch jetzt ohne Anmeldung relativ spontan sagt, naja, also ich lasse mich jetzt impfen, den wollen wir zum Impfen bringen. Nun kann man bei der 3G-Regel ja nach wie vor mit Antigentests überall hinein, die bekannt sehr, sehr unzuverlässig sind, was viele Experten kritisieren schon seit langem. Wenn Sie das umstellen würden und getestet würde nur mehr für PCR-Tests gelten, die ein bisschen umständlicher zu machen sind, aber zuverlässiger sind, würde das vielleicht etliche Menschen animieren, sich doch impfen zu lassen. Ist das eine Überlegung? Wir stellen sogar um auf PCR. Wir haben eine große, nein, verpflichtend nicht. Wir wollen das Testangebot einfach ausweiten. Und die Verpflichtung kann nur dort sein, wo es auch einen absolut uneingeschränkten Zugang gibt. Und das gibt es in Österreich nicht überall. PCR ist in jeder Apotheke. In jeder Apotheke kann man einen PCR-Test machen lassen, vollkommen richtig. Aber es ist in den Apotheken vor allem mit Antigen-Test. PCR muss auch weggeschickt werden und hat man kein spontanes Ergebnis. Also es ist nicht so einfach, zu einem schnellen PCR-Test zu kommen. Deswegen haben wir eine Ausschreibung gemacht, damit ganz Österreich die Möglichkeit hat, einem Modell von Wien sozusagen jetzt zu folgen, sage ich. Wien hat ja das große Google-Projekt, das heißt PCR sehr niederschwellig möglich. Und wir wollen das ganz Österreich Schritt für Schritt, in den Ballungszentren wahrscheinlich zuerst und dann in weiterer Folge auch die PCR-Möglichkeit bekommt. Aber testen ist testen, ja? Und nicht so gut wie impfen. Gut, aber testen ist eben nicht testen, weil Antigentests nicht annähernd so zuverlässig sind wie PCR-Tests. Ja. Warum soll jemand, der bei der Impfung skeptisch ist, sich impfen lassen, wenn er ganz, ganz unkompliziert und gratis jederzeit einen Antigentest machen kann, der, wie Experten sagen, nicht zuverlässig ist? Der Nachteil ist ja schon klar, der Antigentest ist ja nur 2 Tage gültig, die 48 Stunden. Wenn ich dauerhaft geschützt sein will, muss ich mich relativ oft testen lassen und so angenehm ist das auch wieder nicht. Deswegen glaube ich schon, dass das Angebot zu impfen, dauerhaft sich selbst zu schützen und die anderen zu schützen und das zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz die bessere Variante ist. Ja. Wir wollen jedenfalls über den Sommer dieses Testangebot niederschwellig so erhalten, wie wir es jetzt haben. Es gibt in Österreich bisher keine Impfpflicht, aber kann für einzelne Berufsgruppen eine solche noch kommen, zum Beispiel im Gesundheitswesen, in der Pflege, für Lehrerinnen, für Kindergartenpädagoginnen? Genau, wir haben das heute schon diskutiert mit den Landesgesundheitsreferenten und der Wille in den Ländern ist sehr hoch. Das ist eine Sache, die Länder entscheiden, die einzelnen Rechtsträger. Hier gibt es eine Empfehlung vom Bundesministerium, die ist bereits seit Mai aufrecht für alle Hochrisikoberufe, Gesundheitsberufe, die Covid-19-Impfung dringend zu empfehlen. Und sehr, sehr viele Rechtsträger, vor allem Krankenhausträger, haben das schon. Sie haben andere Impfungen schon zur Pflicht gemacht und Covid-19 wird dazu kommen. Das nehme ich an und sehr viele sind schon in den Startlöchern. Aber würden Sie das empfehlen, den Rechtsträgern in den Bundesländern und den Bundesländern eine solche Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen vorzusehen? Ja, das würden wir empfehlen. Griechenland gibt Jugendlichen 150-Euro Gutscheine, wenn sie sich impfen lassen. Die sind ja bis jetzt in Österreich sehr, sehr wenig geimpft noch. Denken Sie über was Ähnliches nach? Ja, wir denken über ganz viele Methoden nach, vor allem jetzt diejenigen anzusprechen, die auch am längsten warten mussten mit all den Dingen, die jetzt kommen mit der Öffnung. Und hier werden wir besondere Angebote machen. Das ist derzeit noch in Vereinbarung. Wir wollen auch mobil werden mit der Impfung, mit eventuell Impfbussen vor Ort kommen und wirklich versuchen, alle Winkel in Österreich zu erreichen. Es gibt in Österreich ungefähr 300.000 Menschen, die eine Erstimpfung mit AstraZeneca bekommen haben, aber noch keine Zweitimpfung. Jetzt gibt es eine ganz neue
neue Studie, die gestern rausgekommen ist und die zeigt, dass wenn man eine Erstimpfung mit AstraZeneca hat und eine Zweitimpfung mit Pfizer, dass man dann 9-mal so viele Antikörper bildet wie mit 2 AstraZeneca-Impfungen. Trotzdem ist dieser Umstieg von einem anderen Impfstoff für den zweiten Stich in Österreich im Gegensatz zu anderen Ländern wie Deutschland nicht vorgesehen. Warum nicht? Das ist eine sogenannte Off-Label-Use. Das heißt, sie ist in diesen Empfehlungen sozusagen in der Gebrauchsanweisung nicht prinzipiell vorgesehen. Solange es möglich ist, wollen wir alle nach dem normalen Schema impfen. Das heißt, AstraZeneca-Impfung bekommen hätte als ersten Stich, habe den zweiten noch nicht und ich lese erst, wenn Sie mir eine Pfizer-Impfung geben und Sie haben genügend Impfstoff, dann kriege ich 9-mal so viele Antikörper wie mit einer AstraZeneca-Impfung. Warum zwingen Sie mich zu einer zweiten AstraZeneca-Impfung? Wir zwingen gar niemanden. Sie zwingen schon, weil Sie geben mir keinen Pfizer, oder? Derzeit nicht. Weil das heterologe Impfen eine Off-Label-Use ist. Deutschland ist jetzt auch kein Entwicklungsland. Natürlich. Wir können jetzt noch lange über das heterologe Impfen reden. Wir haben gesagt, solange es uns möglich ist, machen wir die normale homologe Impfung, so wie sie vorgesehen ist. Zum Beispiel muss man erwähnen, dass wenn man heterolog impft, die zweite Impfung sehr, sehr hohe Nebenwirkungen hat. Das heißt, die Menschen spüren das ganz ordentlich. Und also, es geht sogar auch bis zu Spitalseinweisungen. Das heißt, man muss es immer von 2 Seiten betrachten. Derzeit ist die Empfehlung des Nationalen Impfgremiums die homologe, das heißt, die normale Impfung aufrechtzuerhalten und heterolog nur dann zu impfen, wenn es spezielle Indikationen gibt. Gibt noch eine Studie, eine neue von der Washington University, die sagt, bei Pfizer ist möglicherweise gar keine Auffrischungsimpfung nötig, weil die Immunität so lange anhält. Haben Sie im Ministerium schon festgelegt, ob und wann man Auffrischungsimpfungen brauchen wird? Ja, wir haben das mit Florian Kramer in New York schon vor einiger Zeit diskutiert, dass die Impfung sehr wahrscheinlich länger halten wird. Derzeit liegen die handfesten Daten für die 9 Monate vor. Das heißt, wir werden im Oktober dieses Jahres beginnen, all jene Hochrisikogruppen, und das waren ja die sehr alten und älteren Menschen, die wir Anfang des Jahres geimpft haben, jedenfalls mit einer dritten Impfung zu versorgen, sofern sie das natürlich möchten, das ist ja ganz klar. Aber es ist klar, dass auch diese ältere Personengruppe wahrscheinlich mit den Antikörpern sich schwerer getan hat, einen entsprechenden Spiegel aufzubauen. Deswegen fangen wir mit diesen Menschen an. Und in dieser Zeit werden wir die Daten zu der Verlängerung des Impfintervalls sehr wahrscheinlich bekommen und dann Stück für Stück die Informationen haben, um sie dann ja auch klarzumachen und den Leuten dann zu sagen, wann tatsächlich eine dritte Impfung notwendig sein wird. Ich glaube, dass es länger und länger wird. Kann es sein, dass gar nicht notwendig wird? Das kann ich Ihnen zum derzeitigen Zeitpunkt nicht sagen. Ich glaube nicht gar nicht, aber ich glaube, dass es sich noch deutlich verlängern kann. Jetzt treten übermorgen verschiedene Corona-Erleichterungen in Kraft, die nicht wenige Expertinnen kritisch sehen, auch der Wiener Bürgermeister, wie wir gehört haben. Ist es wirklich gescheit, während die Delta-Variante im Land grassiert, die Nachtlokale und die Clubs zu öffnen und in Öffis von FFP2-Masken zum Nasen-Mundschutz runterzugehen? Wir haben ja immer gesagt, dass wir, wenn die Zahlen gut sind, wir auch wieder all jenen, die lang gewartet haben, ermöglichen wollen, zu den Dingen zu kommen, die sie brauchen, um ihr Leben auch wieder ein bisschen besser genießen zu können. Wir haben immer gesagt, die Jungen sind jetzt dran. Entweder machen wir das jetzt, jetzt sind die Zahlen gut und wir sind gerüstet. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt ohnmächtig dieser Variante gegenüberstehen, sondern wir können sehr viel tun. Deswegen, die Zahlen sind jetzt sehr gut. Wir können gegen Delta einiges tun, das tun wir auch laufend. Wir wollen aber auch dieses lieber feiern und öffnen im kontrollierten Setting haben, als dieses ewige, ich muss mich im Privaten treffen, da haben wir überhaupt keine Übersicht über 3G. Wir können das jetzt in der Nachgastronomie schon in einem ganz kontrollierten Setting eigentlich machen. Und da reicht Ihnen ein Antigentest? Da reicht ein Antigentest, weil wir den möglichst knapp davor empfehlen. Natürlich ist ein PCR-Test besser, das wissen wir. Wer weiß, wo er übermorgen ist zum Beispiel oder wo er morgen ist, kann sich einen PCR-Test besorgen. Aber Antigen geht auch möglichst kurz vor dem Ereignis. Die Regierung überlegt offenbar sehr ernsthaft, Ende Juli am 22. die Maskenpflicht überhaupt abzuschaffen. Jetzt haben Sie gesagt, solange wir eine Pandemie haben, kann ich fast nicht dafür sein. Wie lange haben wir denn eine Pandemie? Woran machen Sie denn das fest? Naja, die Pandemie ist dann vorbei, wenn sie für die Welt vorbei ist. Wir sind ja keine Insel und schauen nicht nach links und rechts.
wenn die Pandemie weltweit vorbei ist, dann ist es sie auch für uns. Wir wissen, dass die Varianten und alles, was sich weltweit tut, einen Einfluss auf uns hat. Das wird jetzt nicht Ende Juli der Fall sein. Sind Sie nicht für das Ende der Maskenpflicht, für das Vollständige? Ich sage es ganz offen, ich bin nicht für das Ende der Maskenpflicht. Sie ist einfach, sie ist billig, sie schränkt uns kaum ein. Wir sind mittlerweile daran gewöhnt. Ich verstehe sehr gut, dass wir von FFP2 auf Mund-Nasen-Schutz wechseln können. Jede Regel, die eingehalten wird, ist besser. Und deswegen glauben wir, dass auch jetzt, wo es sehr warm ist, mit der FFP2-Maske schon schwierig wird. Wir hatten zu Anfang der Pandemie auch einen Mund-Nasen-Schutz. Das ist eine gute Methode, um sich sicher zu schützen. Deswegen bin ich für den Mund-Nasen-Schutz, wenn es sehr heiß ist und die Zahlen niedrig sind. Das sind sie derzeit. Aber ganz ohne Mund-Nasen-Schutz in den kritischen Bereichen, glaube ich, ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Wir haben aber noch Zeit, das zu beobachten und zu entscheiden.